إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Wir warnen euch vor einer nahe bevorstehenden Strafe. Am Tag, da der Mensch erblickt, was seine Hände vorausgeschickt haben. Und der Ungläubige ruft, oh, wäre ich doch nur Staub. Ab dem Moment des Todes befindet sich der Mensch auf einer Reise. Er muss auf diesem Weg verschiedene Stationen passieren. Es beginnt mit dem Anblick des Todesengels und endet mit dem Paradies oder der Hölle. Dich erwarten auf diesem Weg schreckliche und in große Angst versetzende Ereignisse. Du wirst Menschen begegnen, die auf ihren Gesichtern laufen. Andere werden keinen Fetzen Fleisch mehr im Gesicht haben. Bei manchen wird die Hälfte ihres Körpers gelähmt sein. Und manche werden eine Zunge aus Feuer haben. Wirst du zu denen gehören, die an diesem Tage den Schutz Allahs genießen? Oder wirst du einsam und verängstigt deine eigene Vernichtung wünschen? Die Station, bei der du womöglich am längsten bleiben wirst, ist der Versammlungsplatz. Sein Boden ist weiß, frei von Unebenheiten. Es gibt weder Hügel noch Täler und die Berge wurden zu Staub. Weder konnte jemand seinen Fuß darauf setzen, noch konnte jemand ein Gebäude darauf errichten. Es ähnelt einem Feld, auf dem frischer Schnee gefallen ist, bevor ein Mensch seine Schritte darauf setzen konnte. Dies ist der Ort, an dem jeder Mensch 50.000 Jahre bleiben muss. Er wird nackt, barfüßig und unbeschnitten auf diesem Platz warten. In vollkommener Einsamkeit wird er warten, bis über ihn entschieden wird. An diesem Ort gibt es keine Freunde oder Vertrauten. Deine Familie wird sich von dir abwenden. Deine Geschwister, dein Vater, sogar deine eigene Mutter wird sich abwenden und darum fürchten, dass du ihr etwas von deinen Lasten auflädst. Sogar Propheten fürchten sich an diesem Tag und sorgen sich um niemanden als sich selbst. Wie wird dann unser Zustand sein, wenn es selbst ihnen so ergeht? Die Ebene der Auferstehung ist ein Ort, den es zuvor nicht gegeben hat. Auf ihr wurden weder Fehler noch Sünden begangen. Sie ist rein und ähnelt nicht der Erde. Während die Menschen in diesem Zustand warten, wird der Himmel trotz seiner Stärke auseinanderbrechen. Dann wird er zerfließen, als wäre er geschmolzenes Silber. Die Menschen werden verwirrt, verängstigt und planlos sein. Niemand hat Gewissheit, was nun auf ihn zukommt. Du wirst genau wissen, was du für Fehler begangen hast. Du wirst dich erinnern an jedes Mal, als du schlecht über jemanden geredet hast, als du deinen Eltern ungerechterweise ungehorsam warst. Jeder falsche Blick, jeder Schritt in Richtung Haram, jede verbotene Berührung. Du wirst dich an alle Fehler erinnern. An diesem Tag gibt es niemanden, der nicht bereuen wird. Entweder fürchtest du die Fehler, die du begangen hast, oder du sorgst dich um die Zeit, die du nicht für Allah subhanahu wa ta'ala genutzt hast. Und du wirst dich davor fürchten, was Allah dir nun als Vergeltung für deine Taten vorbereitet hat. An jedem Tag werden die Herzen in unruhiger Angst dastehen, mit gesenkten Blicken. Die Stimmen wenden sich in demütiger Andacht zum Erbarmer und du hörst nichts als Flüstern. Stell dir vor, wie du selbst auf dieser Ebene stehst, wie du nackt und entblößt dastehst, erniedrigt und verstoßen. Verwirrt und ängstlich wartest du auf den Richterspruch, der dich zur Glückseligkeit oder zur Verdammnis verurteilt. Es gibt keinen Ort, an dem du dich verstecken könntest oder an dem du Zuflucht finden kannst. Dieser Ort wartet auf jeden von uns. Deswegen bereite dich darauf vor. Strebe nach der Vergebung und Zufriedenheit Allahs, damit du an diesem Tag unter Allahs Schatten Schutz suchen darfst. Dies ist eine Station auf dem Weg zu deinem letzten Wohnort. Wenn es dir am Versammlungsplatz gut ergeht, wird die nächste Station einfacher werden. Doch wenn du hier Probleme hast, sei bereit, denn von nun an wird es immer schwieriger und die Furcht in deinem Herzen wird weiter wachsen. Wirst du zu denen gehören,
die an diesem Tage den Schutz Allahs genießen? Oder wirst du einsam und verängstigt deine eigene Vernichtung wünschen?